Jo Leute, was geht? Freunde, wir werden heute GTA 5 als Lukas spielen, allerdings werden wir heute sein gesamtes Leben sehen, Leute. Wie er von einem kleinen Baby zu einem normalen Luca, Leute, wird, bis hin zu 99 Jahren, wo Luca ein alter Opa geworden ist, Freunde. Und wir werden das alles heute in diesem Video miterleben, Leute. Und ihr könnt es gerade sehen, Freunde, wir sind gerade aktuell unterwegs als das Baby Luca. Und ja, Leute, der ist gerade erst vor, sagen wir mal, einigen Wochen oder ja, vielleicht vor kurz ein paar Monaten geboren worden. Und aus irgendeinem Grund, Leute, gibt es hier kleine Schwierigkeiten. Luca? Luca? Ich glaube, du sollst nicht schwimmen. Luca, beweg dich einfach mal. Probier dich zu bewegen. Komm schon, Luca. Ich glaube, der weiß einfach nicht, was mit ihm abgeht. Oh, oh, er treibt nach oben. Er treibt nach oben. Luca. Luca, er treibt nach oben. Oh nein. Okay. Oh. Was passiert? Oh, Alter. Hier ist das Festland, Freunde. Luca hat das noch nie gesehen. Können wir jetzt schwimmen? Ich weiß nicht, Leute. Sind wir hier unten? Oh, oh mein Gott. Oh, yes, Leute. Okay, Luca kann jetzt schon mal schwimmen. Das ist eine nice Sache, Leute. Lasst in der Stelle übrigens gerne ein Like. Da vergesst nicht übrigens auch, Leute, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Leute, nur noch 17 oder 16 oder 18.000 Abonnenten fehlen uns zu 1 Million Abos. Also drückt gerne auf den Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr verpasst, Leute. Und wenn ihr mehr Videos von Luca in GTA 5 auch unter anderem sehen wollt. So, wir schauen mal übrigens an, Leute. Leute, wir haben erstmal ein paar Schwimmfähigkeiten hier am Start. Und wir sind noch ein kleines Baby, Freunde. Wir haben eine Windel an und ja, wir haben auf jeden Fall diese typische Luca-Haut, Leute. Diese Seeungeheuer-Haut, diese grüne, bläulich-türkise Haut. Oh mein Gott, guck dich mal diesen Fisch an. Der ist fast genauso groß wie Luca. Ey, 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 bleib stehen, ich will dich fangen. Na los, komm schon. Oh, oh mein Gott, Luca, wolltest du den gerade schlagen? Ey, nein, 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 mach das nicht. Oh mein Gott, oh, wow, wow, wow. What? Leute, mal kurz, ich glaube... Wo sind wir hier, Leute? Alles klar, wir gehen mal raus und... Boom! Oh mein Gott, Freunde. Wir haben uns jetzt in einen Menschen verwandelt, Freunde. Wir sind jetzt quasi der Mensch Luca. Okay, und jetzt sind wir am Festland unterwegs. Wir gucken uns mal diese Insel an. Was gibt es denn hier alles so zu erkunden als kleines Kind? Alter, ich finde das super interessant, Freunde. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Insel? Hier ist also offensichtlich so eine kleine Hütte. Ich glaube, da werde ich übernachten. Ich glaube, da werde ich definitiv als Kind übernachten, wenn ich später älter werde. Das ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Hiding-Spot. Ein echt guter Ort, um sich zu verstecken. Oh, guckt euch das mal an, ey. Richtig luxuriös, Leute. Sogar hier mit einer Zeitung. Was steht denn auf der Zeitung drauf? Daily May, Narval Beiko. Ich weiß nicht genau, was es heißt, aber eigentlich wundert es mich, dass ich überhaupt lesen kann. Oh, was haben wir hier? So, was steht denn hier? Loves, Hate, Relationships. Und da ist so ein Mann auf der Zeitung zu sehen. Ich weiß nicht, den Mann, der kommt mir ein bisschen bekannt vor. Oh, und Leute, wir sind einfach auf dem Festland als Luca, als Baby Luca unterwegs gerade. Okay, und da ist noch eine viel, viel größere Insel als diese Insel, wo wir gerade drauf sind. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir machen uns mal, glaube ich, auf den Weg dahin und schwimmen erstmal dorthin. So, mach mal einen kleinen Sprung, dann verwandeln wir uns wieder in den Seeungeheuer Luca und... Wow, okay, genau. Und hier seht ihr es, Leute, wir können richtig schnell schwimmen. Also mittlerweile, er hat echt das Schwimmen gelernt. In dieser kurzen Zeit ist er schon ziemlich schnell unterwegs. Boah, und guckt euch mal dieses Land an, Leute. Hier, wie gesagt, Luca ist hier geboren. Er weiß, wo seine Stadt ist. Er weiß, wo seine Eltern sind. Alles ist hier unten in diesem Meer gefangen. Und er lebt hier schon seit, ja, seitdem er hier geboren worden ist. So, jetzt betreten wir, Leute, das andere Festland und... Puh, okay, Freunde. Jetzt sind wir wieder zu einem Menschen geworden. Und jetzt schauen wir uns mal die ganze Welt an. Also wir als Baby, wir können ja eigentlich nicht viel Schlimmes anstellen. Wir können hier wirklich keine Unfälle bauen oder so. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was man als Baby so tun kann, gerade hier auf der Map. So, mal gucken, was für Tiere ich hier sehen werde. So, wow, 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 wow. Ey, Leute, für Luca ist das etwas, was er noch nie gesehen hat. Ein Auto, das er rumfahren kann. Oh, Mann. Okay, ich bin ehrlich, als Baby würde ich mich tatsächlich nicht über die Straße trauen, Freunde. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier in meiner sicheren Zone. Ich glaube, das ist erstmal die Safe Zone, wo ich wahrscheinlich bleiben werde. Okay, Leute, ich glaube, auf meiner Insel war es doch viel schöner. Oh, Mann. Oh, Leute, ich glaube, wir gehen in die nächste Zeitspanne von Lukas Leben. Mal schauen, wo es abgehen wird. Oh, ich bin gespannt. Oh, yes, Leute. Wir haben uns jetzt in den, ja, in den Luca aus dem Luca-Film quasi verwandelt. Allerdings hat er noch keine normalen menschlichen Klamotten. Ich glaube, die müssen wir uns irgendwo besorgen. Und wir haben, Freunde, ich glaube, wir sind gerade immer noch auf der Insel, wo wir ganz am Anfang des Videos waren, Freunde. Das ist quasi die Insel und hier ist unser Geheimversteck. Wir haben sogar noch ein eigenes Zelt. Das sieht echt cool aus. Ich würde so gerne in dieses Zelt reingehen. Weißt du was, Luca? Lass mal gucken, wie das im Innen aussieht, dieses Zelt. Wow. Oh, guckt euch das mal an, Freunde. Ich meine, ja, okay. Es krabbelt Kakerlaken darunter. Nee. Okay, ich glaube, wir müssen das irgendwie noch reinigen. Wir müssen ja wahrscheinlich mit einem Kammerjäger oder sowas ankommen. Okay, Leute, aber jetzt würde ich sagen, was hat sich in den letzten Jahren getan, Freunde? Wir sind jetzt gerade hier am Start. Ey, da ist jemand.
Wer ist denn das? Hey, hallo. Wer sind Sie denn? Wer ist denn das, Leute? Das ist ein großer, starker Mann. Ey, nein, nein, nein. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß, wer das ist. Ey, das ist doch Alberto. Das ist der beste Freund von Luca. Falls ihr den in der letzten Episode vermisst habt, hier habt ihr ihn, Freunde. Das ist Alberto, Freunde. Der beste Freund, der Luca dazu gebracht hat, auch ans, ja, ans Land zu gehen. Und der ist jetzt sichtlich begeistert. Was ist denn hier? Ey, was ist denn das? Das ist ein Fahrrad? Hast du hier gerade ein Fahrrad? Ey, das ist übelst begeistert von diesem Fahrrad, Freunde. Ich steig da mal kurz drauf. Wow, kann man damit fahren? Ich probiere das mal zu fahren. Wow, okay. Wow, wow. Oh mein Gott. Luca, fahr bloß vorsichtig. Okay, nein, nicht die Klippe runter. Nein, nicht die Klippe. Oh nein. Oh, ganz knappes Ding, ganz knappes Ding, ganz knappes Ding. Okay, so, alles okay? Alter, dein Rücken ist ja übelst krumm. Luca, ist alles mit dir in Ordnung? Ich glaube, der hat gerade einen Zitteranfall. Luca, alles in Ordnung? Wow. Oh, okay. Ich krieg dieses Fahrrad noch nicht in den Griff. Das war gerade wirklich cool. Luca, du hast es gerade echt drauf. Ey, Alberto, guck dir mal an, was ich kann. Ich kann mit dem Teil schon springen. Ich bin richtig gut in diesem Fahrradfahren. Das ist genau mein Ding. Puh, guck dir das mal an. Einmal 180 Grad Umdrehung. Na los. Yo, ist es krass, nicht wahr? Ja, es ist krass. Ey, warte, ich glaube, wir haben irgendwie Bock, irgendwas zu machen, oder? Wie sieht's mit dir aus, Alberto? Hast du Lust, irgendwie was anderes zu machen? Wir hängen ja schon seit Monaten auf dieser Insel ab, weißt du? Hey, Luca, sollen wir endlich mal die Menschenstadt besuchen? Das ist eine super Idee. Ich wollte dich das gerade nämlich fragen, ob wir das vielleicht mal riskieren. Ich glaube, wir sind bereit. Ich glaube, unser Outfit ist noch nicht top, aber wir sind bereit. Ich glaube, wir sind bereit, Leute. Okay, Alberto, dann machen wir uns mal auf den Weg. Auf geht's in die Menschenstadt. Wo auch immer eine Menschenstadt ist. Ich sehe dort hinten ein Haus. Vielleicht, wir gucken mal kurz, was es in dem Haus dort ist. Wow, also das ist eins von diesen Menschenhäusern. Die Dinger sind ja riesig. Wie viele Leute passen da rein, Alberto? Was meinst du? Drei? Vier? Oh, hier ist sogar ein Mensch. Hallo, ich bin auch ein Mensch. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Guck dir das mal an. Ich habe zwar einen deutlich größeren Kopf als du und dein Nacken ist nicht so gerade. Also ich würde dich echt zu einem Physiotherapeuten schicken. Aber alles klar, ich will dich nicht nerven. Weißt du vielleicht, wo noch mehr Menschen zu sehen sind? Nein? Hallo? Ich glaube, wir verstehen uns nicht. Ich glaube, wir verstehen uns nicht. Ah, da hinten ist noch jemand. Hey, hallo. Oh, ich habe deine Schubkarre umgeschmissen. Tut mir wirklich leid. So, hey, hallo. Wie heißt du denn so? Hi, ich bin Julia. Wie heißt ihr? Also, mein Name ist Luca und der da hinten, das ist Alberto. Wir sind beste Freunde. Willst du auch Freund sein? Also, sollen wir zu dritt Freunde sein? Ich glaube, das ist ein Ja. Also, sie guckt mich auf jeden Fall an. So, wir gehen mal. Schauen wir uns mal um. Yes, sie folgt uns, Leute. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt auch Freund von Julia geworden, von dieser Julia. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Freunde. Das ist doch cool. Zwei menschliche Freunde oder ein menschlicher Freund und ein ungeheuer Menschenfreund. Sag mal, habt ihr vielleicht Klamotten für Menschen? Das wäre echt nett. Habt ihr vielleicht irgendwie was? Weil ich bin halt ausgerissen und ich habe meine Klamotten im Wasser verloren. Also ich, ein bisschen peinliche Geschichte. Ey, oh mein Gott. Ich meine, das lief ja super schnell. Dankeschön, Julia, für die ganzen Klamotten. Es sieht echt toll aus. Oh mein Gott. Ey, ich bin dir so dankbar. Ich meine, Alberto hat seine Klamotten schon lange hier, aber das sieht wirklich schön aus. Also jetzt sehe ich aus wie so ein richtiger, normaler Mensch. Also, ich bin natürlich normaler Mensch, ne? Nicht, dass du dir das falsch verstehst. Ich sah halt vorher aus wie so ein Meerjungfrau-Mann, weißt du? So. Und Blaubaschbube. Oh nein, da kommt Erkule. Wer ist Erkule? What? Ey, was ist denn? Hallo? Wer ist denn das? Julia, kannst du mir mal sagen, wer das ist? Oh, guck dir das mal an. Was ist das? Alberto, das ist diese Vespa. Das ist die Vespa, von der wir die ganze Zeit geredet haben. Wow, guck dich das mal an. Das ist eine originale Vespa. Wow, sogar das Kennzeichen ist echt schön. Und dieser weiße Sitz, da ist sogar Platz für zwei Leute drauf. Wow. Oh, Junge, Junge, Mr. Vespa, wie kriege ich diese Vespa? Ich will auch so eine haben wie du. Diese Vespa gebührt dem Gewinner des jährlichen Triathlons. Und jedes Jahr gewinne ich... Das, okay, ja, ich meine, es ist vielleicht ein Wettkampf, aber Triathlon? Was für ein Triathlon redet der? Ich will auch bei diesem Triathlon mitmachen. Ich werde diese Vespa gewinnen. Das wird meine Vespa sein dieses Jahr. Ich werde es gewinnen. Zusammen mit Julia und Alberto, die werden mich anfeuern. Ich werde das machen. Viel Glück. Ja, brauchst du nicht lachen. Ich mach dich fertig. Erkule, du bist mir richtig unsympathisch. Du bist ein richtig unsympathischer Typ. Ich werde diese Vespa mir holen. Und wir werden sehen, wer am Ende lachen wird, okay? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es geht zur nächsten Timeline. Ich bin gespannt, was passieren wird. Und... Oh, okay. So, ich melde mich jetzt zum Triathlon an. Ich werde diesen Triathlon jetzt gewinnen. Luca hat sich jetzt schon sein hydrodynamisches Design angezogen. So, mein Name ist Luca. Nachname. Oh.
Luca. Ich heiße Luca. Wie heißt Luca eigentlich mit Nachnamen? Weiß das jemand von euch? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wissen solltet. Ich heiße Luca, okay? So, alles klar. Dann gehen wir, Leute, jetzt zur Startlinie. Währenddessen, Erkulle wartet schon. Aber, Leute, ihr wisst nicht, unser kleines Geheimnis. Wir sind beim Triathlon sofort mit Schwimmen dran. Und da sind wir mit Abstand der Schnellste. Wir müssen allerdings nur so tun, dass niemand uns sieht. Dass niemand sieht, wie wir uns in ein Ungeheuer verwandeln. Und dann müssen wir einfach wegziehen. Also, Leute, die Reise wird wie folgt sein. Wir müssen quasi quer da bis zum Ufer schwimmen. Vom Ufer aus mit dem Fahrrad bis zum Mount Chiliad hochfahren und von der Spitze vom Mount Chiliad aus den letzten Bereich zu Fuß entlang laufen. Und wenn wir gewinnen, dann werden wir, Leute, diese Vespa gewinnen. Und ich möchte diese Vespa gewinnen, Freunde. Erkulle, Massi, mach dich auf was gefasst. Wir werden das Ding gewinnen, Leute. Okay, wir werden das folgendermaßen, Leute, machen. Beim Rennstart werde ich mich rechts hinstellen, dass mich niemand sieht. Okay, 3, 2, 1 und Rennstart. Oh, wir gehen hier außen an die Seite. Oh, okay, Leute, wir sind jetzt das Monster. Wir müssen jetzt untertauchen. Das ist ganz wichtig, Leute. Wir müssen nämlich da drunter tauchen, damit wir super schnell sind. Und jetzt müssen wir bis zum Ende des Ufers schwimmen. Huch, Luca, beeil dich. Guck mal, Leute, wie schnell wir sind. Wir sind einfach unfassbar schnell. Die werden nicht sehen, wo wir sind. Die werden es nicht erkennen. Okay, Luca, du machst das gut. Du hast eine gute Pace. Die Geschwindigkeit ist sehr, sehr, sehr gut. So, okay, jetzt können wir wieder auftauchen, würde ich sagen. Wir sind jetzt weit genug vorne. Mal gucken, Leute, ob hier hinter uns jemand ist. Nein, die sind immer noch nicht sichtbar. Guck mal, hinter uns niemand. Wir sind einfach so schnell. Niemand ist da. Luca, let's go. Let's go, Junge. Weiter, weiter, weiter so. Let's go. So, komm schon. Okay. Und? Okay. Wir sind jetzt wieder zurück zu Luca geworden. So, wieder normaler Mensch. Oh nein, nein, nein. Ich verfange mich in diesem Netz. Oh mein Gott, das ist ein Fischernetz. Ich will bloß nicht hier rausgefischt werden. Das wäre eine ganz große Gefahr. So, hier sind die Fahrräder, Leute. Und das Ziel ist Mount Chiliad. Luca, komm, gib alles. Du hast die letzten Stunden tatsächlich trainiert. Wobei, ja, wir haben tatsächlich ein bisschen trainiert, Freunde. Wir haben tatsächlich trainiert. In den letzten Wochen haben wir ordentlich Fahrradfahren gelernt. Und ich glaube, wir kennen jetzt alle Abkürzungen. Jetzt gib Gas, Luca. Wir geben Gas. So, welche Route nehmen wir? Wir nehmen die Route, Leute, zum Mount Chiliad. Let's go, Luca. Let's go, Luca. Let's go, Luca. Ich glaube an dich. Wir werden diese Vespa holen und dann zusammen mit Alberto oder mit Julia quer durch Los Santos fahren. Das wäre mein Lebenstraum. Oh, komm schon, Luca. Puh. Okay, das ist ultra anstrengend, Leute. Ich habe das echt unterschätzt. Den Mount Chiliad mit dem Fahrrad hochzufahren ist echt eine richtig fette Angelegenheit. Vor allem, wie steil das hier ist. Komm, Luca. Oh nein. Kriegst du den Berg hier hoch? Wow, das hat er richtig gut gemacht. Komm schon, er schwächelt, Leute. Gib nicht nach, komm. Weiter, Luca, weiter, 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 weiter. Komm schon, weiter so. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, es geht hier um alles. Es geht hier nicht nur um die Vespa, mein Freund. Es geht hier auch darum, Erkulle zu schlagen, ja? Den Typ, den keiner mag. Oh, das ist aber noch ein steiler Berg. Kriegst du das hin, Luca, komm. Ich weiß gar nicht, wie weit sie hinter mir sind. Noch kann ich sie nicht sehen. Noch sehe ich niemanden. Aber ich glaube, sie schließen auf. Vor allem Erkulle. Er schließt, glaube ich, auf. Er kommt immer näher, Leute. Okay, Leute. Den letzten Teil müssen wir tatsächlich jetzt zu Fuß laufen. Luca, komm schon. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Da oben auf dem Mount Chiliad. Beeil dich. Die letzte Etappe, Freunde. Vor dem Ziel. Die letzte Etappe des Triathlons. Und wir sind bald oben. Komm schon, Luca. Ich höre hinter mir laufen, Leute. Ich höre sie hinter mir. Komm schon, Luca. Puh, komm schon. Puh, let's go. Da ist die Ziellinie. Komm schon, Luca. Komm schon. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Luca. Komm schon. Komm schon. Komm on. Komm on, komm on. Nicht mehr viel. Und, jo, da ist die Vespa. Und, yes, Leute. Oh mein Gott, yes. Wir sind so knapp geworden. Wir sind so knapp vor ihm gewesen. Wir haben dich geschlagen. Ich habe dich geschlagen, Erkulle. Das ist jetzt meine Vespa. Meine Vespa ist das jetzt. Genau. Oh, er kann es kaum glauben, Leute. Er kann es kaum glauben. Wie hast du das gemacht? Oh, ich habe einfach trainiert, Erkulle. Ich habe einfach trainiert. Und ich bin ein sehr guter Schwimmer. Bin halt ein sehr, sehr guter Schwimmer. Boah, Leute, das ist die Vespa. Wir haben sie endlich gewonnen. Guckt sie euch an. Die wunderschöne Vespa. Das ist jetzt endlich unsere. Und wir können jetzt draufsteigen. So, ich glaube, wo ist Alberto? Alberto. Boah, da sind sie, Leute, zum Gratulieren. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gehen wir mal, Leute, und steigen auf die Vespa. Let's go. Bist du bereit? Bist du bereit? Wir werden mit dem Teil jetzt fliegen. Die Vespa kann fliegen, Freunde. Ich sag's euch. Ihr glaubt nicht daran? Doch, ich zeig's euch gleich. Leute, diese Vespa kann wirklich fliegen. Seid bereit. Seid bereit. Einen Augenblick.
Ich muss nur noch herausfinden, wie es genau funktioniert. Okay, in First-Person-Modus sehe ich halt wirklich nicht viel. Bist du ready? Bist du ready, Alberto? Seid ihr ready, Leute? Dann lasst jetzt gerne ein Like da. Und dann sage ich euch, ich beweise euch, dass diese Vespa fliegen kann, Freunde. Alle müsst ihr jetzt gerne ein Like da lassen. Dann werde ich euch gleich zeigen, dass die Vespa anfängt zu fliegen. Seid ihr ready, Leute? 3, 2, 1 und... Oh nein, Alberto! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Juhu, wir fliegen! Als Alberto, es tut mir so leid. Wir können mit der Vespa fliegen, Leute. Oh nein, der arme Alberto. Alle mal sorry, Alberto, in die Kommentare. Junge, Junge, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, Leute, oh, oh, yes! Das Teil kann fliegen. Oh mein Gott. Alter, wir fliegen damit direkt nach Los Santos, Leute. Wir fliegen mit der Vespa direkt nach Los Santos. Oh mein Gott. So, kriegen wir das hin, auf das Dach zu landen? Wir probieren es mal, Leute. Wir probieren es mal. So. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht bisher ganz gut aus, Leute. Ich krieg das Fliegen langsam in den Griff mit der Vespa. Ich krieg das langsam in den Griff. So, ich krieg das gut in den Griff. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, okay, 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 okay. Oh, ho, ho, ho. Wir haben es geschafft, Freunde. Ihr habt es nicht geglaubt, aber es ist wahr. Diese Vespa kann wirklich fliegen. Mit der Vorstellungskraft, also probiert keine Dummheiten aus, aber mit der Vorstellungskraft ist vieles möglich. Oh mein Gott, und jetzt, Leute, gehen wir in die nächste Timeline. Was wird passieren? Wie wird Luca als Opa aussehen? Wir werden es erfahren jetzt sofort. Wow, oh mein Gott, wir sind jetzt ein Opa geworden, Freunde. Wir sind jetzt Opa Luca. Luca Opa geworden. Hier ist seine Vespa, die er schon seit über 60 Jahren behält. Und sie ist immer noch wie neu. Sie ist immer noch wie neu. Und das, Freunde, unsere Villa. Das ist Lukas Opa-Villa in einer schönen italienischen Residenz. Wir haben übrigens heute ein eigenes Weinfeld aufgebaut. Wirklich wunderschön. Ich zeig's euch mal eben. Eine eigene Weinfabrik, Freunde. Oh, komm. Oh, ist doch relativ gut in Schuss. Aber ich glaube, Leute, mit den 99 Jahren, die Luca gerade alt ist, wird er nicht mehr ganz lange durchhalten. Deswegen hoffentlich kriegen wir das noch hin, Leute, euch ein bisschen was zu zeigen. Guckt euch das mal an, Freunde. Wir haben hier sogar einen eigenen Steinofen für die frische italienische Pizza, die wir uns machen können, natürlich mit dem schönen Ausblick auf den Mount Chiliad und vielen weiteren Gästen. Wir haben nämlich eines der erfolgreichsten Weinhäuser, die es überhaupt gibt, Leute. Super viele Kunden, super viele Touristen. So, aber das Wasser berühre ich mal lieber nicht, Leute. Ich glaube, der Luca, der Opa, der schafft das nicht mehr. Der schafft das nicht mehr in den alten Jahren. Aber das Coole ist, Leute, die Menschen akzeptierten Luca so, wie er ist. Die akzeptierten auf jeden Fall, dass er so ein Monster ist und hat deswegen in den Jahren so viel sich aufbauen können. Und jetzt hat er hier ein freies Leben, Leute, mit seiner eigenen Weinreben. Ja, und es sieht einfach sehr schön aus. Guckt euch jetzt mal diese Weintrauben an, Leute. Die sind so frisch. Die sind absolut exquisite Qualität, Leute. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schönes, entspanntes Leben, was Luca in den letzten Jahren geführt hat, Leute. So. Oh mein Gott. Nein. Oh Mann. Okay, Leute. Damit hat sich Luca verabschiedet. Er hat einen Anfall bekommen. Freunde, ich glaube, das war's. Aber es war wirklich ein schönes Leben, Leute. Luca, danke dir auf jeden Fall. Es war wirklich eine schöne Zeit. Freunde, wenn ihr auf jeden Fall wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht gerne ein Like da zu lassen. Und wenn ihr vielleicht noch etwas weiteres mit Luca zusammen haben wollt in GTA 5, dann wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist. Lasst auf diesem Kanal gerne ein Abo da. Drückt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts, Leute. Vor allem, wenn wir die 1 Million Abos auf diesem Kanal erreichen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.